Good day, Sheep-Fans, und willkommen zu diesem Video. Heute werde ich jetzt erstmal nach den Mutterschafen gucken, die hier bei uns im Dorf stehen. Und danach fahre ich mit Papa und den Hunden zu unseren Schafen. Und ich weiß nicht, was er da vorhat, aber werde ich ja dann sehen. Ne? So, ich bin jetzt hier bei der Schafweide angekommen. Das müssten so... Nicht. 20 sind das, meine ich, ungefähr. Man kann sie hier kennen. Das sind eigentlich nur Mutterschafe, Fladen. Das hier. Man sieht auch, dass hier, wenn ich jetzt in den Stock reingehen will, dass es schon sehr zersetzt ist und dass die Ameisen, die Käfer, also die ganzen kleineren Tiere, das schon zersetzt haben. Hier wächst auch ein Pilz, wo Tiere wachsen. Ja, und jetzt sind die Schafe hier drauf, weil wir keine Fläche hatten für die, wo wir die erstmal hinpacken. Wir denken jetzt, dass es Kraftfutter gibt, denn wir haben denen sonst immer was gegeben. Und das ist jetzt aber leer und deswegen ist es nicht mehr. Ja, hallo! Sondern die haben früher, als wir die hier hingebracht haben, als sie noch bei den Müttern waren, sahen die viel, viel schlechter aus. Also die waren nicht so rund, sondern eher so magerig. Klar, jetzt sind immer noch so ein paar kleinere dabei, aber viele, die sind schön, klar, wieder gewachsen und auch schön pummelig geworden, also dick. Und das ist sehr gut, denn manche behalten wir, das sind die Isikers, das sind die Wolle verlieren, weil mit denen züchten wir weiter, weil das Scheren sich einfach, ja. Also das hier ist zum Beispiel ein Isiker. Eigentlich sind hier fast alle Isiker, außer das mit der ganz dicken Wolle und das schwarze und das ganz große. Das ist auch kein Isiker. Ja, wieso Isikea? Weil Isikea, die verlieren halt ihre Wolle von selber. Im Sommer, also Anfang Sommer ungefähr, sind die im Sommer eigentlich alle halt abgewollt. Sind sich alle abgewollt. Und somit müssen wir dann nicht den Scherer für die bezahlen, denn Scheren ist sehr, sehr teuer geworden. Klar war es früher auch schon, aber es lohnt sich halt nicht für uns, denn die Wolle können wir nicht verkaufen. Weil wir einfach kein angemessenes Geld mehr dafür bekommen, was wir eigentlich dafür bekommen müssten. Und es ist halt auch so, dass unsere Wolle nicht die beste ist, weil unsere Tiere sind keine Wollschafe. Es gibt ja Wollschafe, Milchschafe, Fleischschafe, das so. Oh nein, warte, der hängt. Uiuiui. Der hat sich gerade im Zaun verfangen gehabt, aber alles okay. Hat sich selber rausgeholt. Ich war nur noch ein bisschen mit dem Ohr drin. Milchschafe, ich wünsche mir eins. Sogar, ich wünsche mir zwei auf jeden Fall Milchschafe. Und Papa meinte, ja, guck mal. Ich muss ja auch nochmal fragen, ob er sich das jetzt genau überlegt hat oder es einfach vergessen hat. Wir sind jetzt an der Weide angekommen. Das Gras sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Der Hund ist weggelaufen. Einen Moment. So. Sorry. Aber, was ist das? Der Hund hört nichts mehr. Und sie ist immer weggelaufen.
auf die Straße zu Menschen, aber ich habe welche. Radfahrer. Ja, genau. Kies, nein. Was soll ich sagen? Ach ja, genau, die Fläche hier ist auf jeden Fall schön grün. Hier. Also sieht sehr gut aus. Da hinten fängt Papa schon an zu stecken. Und genau, dies ist, wie man auch sieht, wie ihr gerade gesehen habt, in der Nähe von Häusern. Also heißt es, Wasser hinstellen muss man auf jeden Fall, damit nicht irgendwo angerufen wird und gesagt wird, die Schafe haben kein Wasser und wir da Ärger bekommen, ne Kissy? Ja. Ja, Ronja habe ich jetzt das Auto gepackt. So. Hallo Ronja. Die Netze haben wir jetzt fertig gesteckt und jetzt sind wir bei dem großen Trip angekommen, bei einem Bocklehrmann. Wir müssen auch mal vorbeigucken. Ist der Strom schon aus? Strom aus? Okay. Strom ist aus. Und du bist auch begeistert. Ja, ne? Darfst du nicht rein? Ja, und die haben hier, wie man die Wand wieder in den Wald kommt. War auch schon mal in einem Video, mal gesehen. Und jetzt sind die hier. Also wieder hier drauf. Und zwar ist es hier. Ja. Kein Wald, das ist eher so ein Baumgewusel. Und da sind sehr viele Brennnesseln. Sieht man da vorne. Und die, wenn Papa meint, oder stimmt ja auch, wenn die schon angerannt kommen und die Hunde sie zusammentreiben müssen, ist ja nicht mehr so viel, so gut, viel, so, nein, so viel genug Futter drauf. Wo ich eigentlich finde, so ein bisschen ist da noch drauf. Ne? Naja. Aber wir haben jetzt was Neues für die gesteckt. Und da kommen die auch dann hin. Und ich glaube, im Laufe der Woche wird dann auch noch was für Mutter nochmal gesteckt. Und Papa macht hier noch was zum. Ja, damit die jetzt was Frisches haben, steckt er jetzt. Ronja steht im Weg. So.
man sieht, finde ich, sehr stark, dass es weniger sind. Finde ich, sieht man sehr stark. Weil die Lehrer sind nicht dabei. Ich finde, das sieht man direkt, dass es weniger sind.